Innenminister Herbert Kickl mit der Beantwortung der Fragen. Herzlich begrüßen, herzlich willkommen. Das Wort steht beim Herrn Innenminister. Entschuldigung, eine zur Geschäftsordnung darf ich den Herrn Klubobmann. Der Herr Kollege Pilz hat von diesem Rednerpult, wie immer auch im Schutz der Immunität, eines in den Raum gestellt zur Freiheitlichen Partei als Ganzes, von der Oppositionsbank zur Regierungsbank zur Anklagebank. Das ist eine pauschale Unterstellung strafrechtlich relevanter Tatbestände und ich ersuche das zu prüfen und gegebenenfalls den dringend notwendigen Ordnungsruf zu erteilen. So, Walter Rosenkranz von der FPÖ. Ich habe bereits das Protokoll angefordert und werde mir diesen Passagen genau durchlesen. Zu Wort gemeldet ist der Innenminister. Der Innenminister hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss jetzt aufgrund der Ausführungen vom Kollegen Pilz und die auch zuletzt angesprochen wurden, etwas anders beginnen, als ich es ursprünglich vorhatte. Wissen Sie, Oppositionsbank, Regierungsbank, Anklagebank, da haben sich Leute bei mir gemeldet, als sie das gehört haben. Die haben gesagt, die Pilz-Variante besteht darin, dass man die Regierungsbank auslässt. Da heißt es dann nur Oppositionsbank bis zur Anklagebank. Das ist nur zweistufig, wenn Sie sich nicht im letzten Moment in die Immunität hier herinnen gerettet hätten, Herr Pilz. Aber es gibt auch das eine oder andere Positive. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von Ihnen eine Unterstützung dafür bekomme, dass wir die Flüchtlingsbetreuung aus privaten Händen wieder in die staatliche Obsorge zurückholen und damit gewährleisten, dass die Rechtsstaatlichkeit auch in diesem Bereich ihre Durchsetzung erfährt. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Pilz, für diese Unterstützung. Insgesamt muss ich Ihnen sagen, dass ich ein paar einleitende Bemerkungen machen muss, bevor ich Ihre, glaube ich, 68 Fragen plus ein paar dazugehängte Unterfragen beantworten möchte. Und ich möchte Ihnen sagen, dass ich ganz ausdrücklich begrüße, dass es ein entsprechendes Problembewusstsein und auch entsprechende Verbesserungsansätze im Zusammenhang mit Sicherheitslücken gibt, die rund um den BVD-Untersuchungsausschuss zutage getreten sind. Das ist eine gute Sache. Ich begrüße das ausdrücklich. Was ich aber viel weniger begrüße, Herr Abgeordneter Pilz, und das finde ich dann überhaupt gar nicht lustig, ich möchte sagen, vielleicht sogar auch als Staatsbürger, gar nicht so sehr als Innenminister, in diesen beiden Rollen. Ich finde das dann überhaupt nicht lustig, sondern vielmehr befremdlich, wenn man dann Gesetze und Begriffe und Verantwortlichkeiten Kraut und Rüben miteinander vermanscht und wenn man das Ganze dann noch dazu tut, mit einem Anspruch versehen, als ob man hier daran arbeiten würde, die Schutzinteressen der Bevölkerung vor Extremisten sozusagen abdecken zu wollen, dann finde ich das überhaupt nicht lustig. Und dieses Knäuel, das Sie auch hier heute wieder geboten haben zu entwirren, das orte ich dann und das definiere ich dann auch als einen Beitrag zur Schließung einer notwendigen Sicherheitslücke, zur notwendigen Schließung einer Sicherheitslücke, Herr Abgeordneter Pilz. Und was wird hier alles miteinander vermanscht? Was wird hier alles miteinander vermanscht? Die Zuverlässigkeitsüberprüfung nach der Gewerbeordnung wird vermanscht mit der Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Das alles wird vermanscht mit der Verlässlichkeitsüberprüfung im Waffengesetz. Dazu werden dann noch vermanscht die Verantwortlichkeiten des Bundesministeriums für Inneres und des Parlaments. Und zum Drüberstreuen, weil ohne das geht es bei Ihnen ja nicht, werden dann auch noch die Begriffe Rechtsextremismus, Neonazi, alles Dinge, die unsere Rechtsordnung im Übrigen in der Form nicht kennt, dass das jetzt Straftat Bestände wären, die werden dann noch zusammen verpackt mit dem Begriff der Burschenschaften, damit sie ein möglichst düsteres Bild dieses Landes zeichnen können, damit sie etwas produzieren können, was den Tatsachen überhaupt nicht entspricht. Und das Bild, das Sie hinaus kommunizieren wollen in die österreichische Öffentlichkeit, das heißt überall unüberprüfte Neonazis und Extremisten, die sich jetzt noch dazu bewaffnen. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Pilz, dieses Bild entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Dieses Bild ist falsch.
Und ich weiß nicht, was Sie in den letzten Jahren, wo Sie im Parlament gewesen sind, getan haben. Wahrscheinlich haben Sie da keine Bedrohung durch irgendwelche legal bewaffneten Rechtsextremisten und Neonazis geortet. Denn ich habe von Ihnen keinerlei Aktivität in diese Richtung festgestellt. Kein Alarm, keine Initiativen, überhaupt nichts, was zur Verbesserung der Sicherheitsüberprüfung beigetragen hätte. Ich habe was ganz anderes festgestellt. Irgendwann einmal hat es von Ihnen einen Aufruf gegeben, dass man die Polizisten möglichst entwaffnen sollte. Na, gute Nacht, Herr Dr. Pilz. Und das Zweite, was Sie vorgeschlagen haben, dass man bei den Polizisten die Namensschilder auf die Uniform nähen soll, damit dann diejenigen, die sich vielleicht für einen polizeilichen Einsatz dann auch gleich persönlich revanchieren wollen, damit man es denen ganz besonders einfach macht. Das ist mir von Ihnen aufgefallen, aber nichts im Interesse der Bekämpfung oder von Sicherheitslücken im Zusammenhang mit Überprüfungen, was das Waffengesetz betrifft. Aber vielleicht glauben Sie ja jetzt, Herr Abgeordneter Pilz, dass die Bedrohungslage jetzt eine andere geworden ist. Also jetzt, also im letzten Jahr ist eine andere geworden. Ja, ja. Aber auch das ist eine subjektive Wahrnehmung, Herr Abgeordneter Pilz, die sich vielleicht Ihrem weltanschaulichen Hintergrund von den revolutionären Marxisten herkommend verdankt. Sie ist auf jeden Fall auch falsch. Sie ist auch falsch, weil Sie den profunden Analysen der von Ihnen und von mir sehr geschätzten Leiterin des Extremismusreferats im BVT und allen Ihren Mitarbeitern widerspricht. Sie müssten halt auch einmal einen Blick in den Extremismusbericht werfen. Und da würden Sie dann sehen, dass wir es im Jahr 2017 mit einem deutlichen Rückgang der Anzeigen zu tun haben im Bereich der rechtsextremen Tatverdächtigen. Das ist doch etwas, was uns freuen sollte, Herr Abgeordneter Pilz. Ich gehe davon aus, dass Sie es freut. Mich freut es auf jeden Fall. Und auch im Jahr 2018 gibt es hier keine gegenteilige Entwicklung. Und weil ich gerade von diesem Extremismusbericht gesprochen habe, da ist noch etwas interessant von diesem Verfassungsschutzbericht. Da kommen nämlich Burschenschaften, von denen Sie so gerne reden, nur dort vor, wo sie Gegenstand linksextremer Angriffe und linksextremer Agitation sind. Das habe nicht ich gemacht, das habe nicht ich veranlasst, sondern dieser Bericht wurde vor meiner Zeit erstellt. Und jetzt komme ich zu den Begriffsdefinitionen und zu Ihren Forderungen, die ja allesamt in Richtung eines totalen Überwachungsstaats gehen, in Richtung einer Gesinnungspolizei, wo man so irgendwo den Verdacht nicht los wird, dass da dahinter ein gewisses Stasi-Modell à la DDR steckt. Erstens einmal die Überprüfung des Security-Mitarbeiters, das war eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, wie sie die Gewerbeordnung vorsieht. Und jetzt, Herr Abgeordneter Pilz, ich weiß nicht, wie lange Sie schon Abgeordneter in diesem Haus sind. Sie wissen genauso gut wie wir alle hier herinnen, dass dieses Gesetz nicht ich gemacht habe, sondern dieses Gesetz ist von diesem Hohen Haus beschlossen worden und ich bin dazu da, es zu vollziehen. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe auch als zuständiger Minister. Und ich weiß nicht, da wird der Strafregister überprüft, alle möglichen Dinge werden hier überprüft, jedenfalls Fakten, Herr Abgeordneter Pilz, nicht Meinungen und nicht Gesinnungen. Das ist etwas ganz anderes, das ist die Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Da geht es um die Vertrauenswürdigkeit von einzelnen Personen. Und da haben Sie recht, das wurde nicht gemacht. Aber es ist deshalb nicht gemacht worden, weil es nicht beauftragt wurde. So einfach ist das. Und jetzt weiß ich schon, dass Sie ein gewisses Dogma vertreten in Ihrer Liste. Das heißt also, für alles, was nicht sein darf und was Sie als negativ interpretieren, ist der Innenminister dieser Republik zuständig. Aber auch das stimmt nicht, auch wenn die advokatorischen Kaskaden Ihres Abgeordneten Nolz versuchen werden, einen anderen Eindruck zu erwecken. Denn wissen Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, in unserer Verfassung, da gibt es klare Zuständigkeiten. Und da ist es halt einmal so, dass der Hausherr hier herinnen der Nationalratspräsident ist. Jetzt ist es der Präsident Sobotka, vorher waren es andere. Und dieser Hausherr ist verantwortlich dafür, was sich hier in diesem Haus herinnen abspielt. Und dazu gehört auch die innere Sicherheit. Genauso wie zum Beispiel die IT-Sicherheit hier im Haus. Und jetzt werden Sie sagen, ja, aber es geht ja um den vorbeugenden Schutz. Es geht ja um den vorbeugenden Schutz für verfassungsmäßige Einrichtungen wie das Parlament. Ja, aber was heißt denn das? Das heißt, dass wir in erster Linie für die Bewachung dieses Hauses von außen her zuständig sind. Und das tun wir auch. Und darüber hinaus bieten wir natürlich Sicherheitskonzepte und entsprechende Beratungen an. Aber annehmen muss es dann schon derjenige, dem es angeboten wird oder der dann eben auch nachfragt.
Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und das gilt sowohl bei der fakultativen als auch bei der obligatorischen Sicherheitsüberprüfung. Und ich meine, es ist ja völlig klar, dass das auch so sein muss. Es geht ja gar nicht anders. Wir kennen ja überhaupt nicht die interne Struktur der Haussicherheit hier im Parlament. Wir kennen das nicht. Das wird ja vom Parlament selbst organisiert. Ich weiß ja nicht, wer wann mit wem welche Verträge abgeschlossen hat, wie das ausgeschrieben wurde, wie da die Definitionen laufen. Wir wissen auch nicht, wer wann wo in welchem Aufgabenbereich eingesetzt wird. Ja, wenn wir das wissen, dann wären wir Hellseher und nicht Politiker, Herr Abgeordneter Pilz. Oder vermuten Sie vielleicht, oder ist Ihre Wunschvorstellung die, dass es dann einen Staat gibt, der alle diese Informationen auf Knopfdruck vielleicht hat, aber dann sind wir beim Überwachungsstaat, meine sehr geehrten Damen und Herren, den wir alle miteinander nicht haben wollen. Nein? Wir bieten das an, aber es wurde nicht abgefragt. Und jetzt kann man darüber diskutieren. Ja, es erstaunt ein wenig, weil es ganz gegen die Gewohnheit ansonsten in diesem Haus ist. Denn wir werden ja auch in anderen Bereichen gefragt. Wir werden gefragt, wann es um Elektriker geht. Wir werden gefragt, wann es um Boten, um Lieferanten geht. Wir werden gefragt, wenn es um Putzpersonal geht. Und da überprüfen wir natürlich genau in diesem Sinn, im Sinne dieser Sicherheitsüberprüfung. In diesem Fall ist das nicht erfolgt, ob das ein Versäumnis des Parlaments oder der Firma ist, das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil ich die Vertragsgestaltung nicht kenne. Eine Verantwortlichkeit des BMI ist es jedenfalls nicht. Und dann komme ich noch zu Ihrer Bewaffnungskomponente, sehr geehrter Herr Abgeordneter. Sie wissen ganz genau, dass die Verlässlichkeitsüberprüfung im Waffengesetz eine sehr, sehr strenge ist und dass wir mit der Novelle zum Waffengesetz diese sogar noch weiter verschärfen. Von einer Liberalisierung kann überhaupt gar keine Rede sein. Ich hoffe, dass aber auch allen von Ihrer Fraktion klar ist, dass die Unschuldsvermutung in einem Rechtsstaat auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und dass in einem Rechtsstaat immer sehr, sehr genau darauf zu achten ist, dass es eine Verhältnismäßigkeit zwischen den Grund- und den Freiheitsrechten und den berechtigten öffentlichen Interessen gibt und dass hier eine sehr, sehr sorgfältige Abwägung zu treffen ist. Und ich kann mich an Debatten in diesem Haus erinnern, wo wir da sehr, sehr intensiv auch darüber diskutiert haben. Aber genau diese Verhältnismäßigkeit, die gewährleistet das Waffengesetz. Da wird abgefragt, das Strafregister. Da wird aber auch abgefragt, die kriminalpolizeiliche Datenbank. Und da steht dann zum Beispiel drinnen, dass gegen jemanden wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung ermittelt wird. Und darüber hinaus werden auch noch die Polizeiinspektionen dort befragt, wo die Person, die eine Waffe beantragt, in den letzten 5 Jahren gemeldet wurde, ob es dort irgendwelche Auffälligkeiten gegeben hat. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass Beamte, wenn ihnen irgendetwas auffällt, dass es einen erweiterten Bedarf gibt, nachzuschauen, dass sie dann natürlich weitere Erhebungen, zum Beispiel auch beim LVT, einleiten können. Das ist überhaupt nichts Neues, das müssen Sie nicht verlangen, sondern das ist etwas, was es jetzt bereits gibt. Und eines, Herr Pilz, ist aber auch klar. Und ich denke, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit für uns alle sein. Es geht immer um Tatsachen. Es geht immer um Fakten. Und es geht nicht um Meinungen und es geht nicht um ideologische Einschätzungen und es geht nicht um ideologische Bunzierungen. Das ist Rechtsstaatlichkeit, wenn es um Fakten geht und wenn es um Tatsachen geht. Und das ist auch klar, weil ja dann auch irgendwo auch im Falle einer negativen Entscheidung ein Bescheid herauskommt und diesen Bescheid muss man dann begründen können und gegen diesen Bescheid gibt es Einspruchmöglichkeiten. Also ist es sehr, sehr gut, hier faktenorientiert zu arbeiten. Aber das, was manchen hier im Haus vorschwebt, das ist offenbar was anderes. Das ist irgendwie eine ideologische Einheit, die da am Werk sein soll. Das ist eine Art Gesinnungspolizei, bei der dann strafrechtlich relevante Komponenten offenbar überhaupt gar keine Rolle spielen dürfen. Und Herr Abgeordneter Pilz, ich halte so etwas für eine gefährliche Drohung und für keine Verbesserung der Sicherheit in diesem Land. Und
Man sollte auch darüber nachdenken, wie das so ist mit Google. Also Google, man muss jetzt nur mehr googeln, um zu wissen, wer jetzt quasi dann ein Extremist ist oder nicht. Naja, das stelle ich mal spannend vor. Ist ja geradezu eine Aufforderung dazu, im Netz irgendwelche Leute zu diskreditieren und Denunziantentum zu betreiben. Weil je nach politischer Anschauung, dann schreibe ich über denjenigen, den ich nicht mag, etwas hinein und die Google-Ergebnisse bringen dann die entsprechenden Ergebnisse zum Vorschein. Also das halte ich auch nicht für einen wirklichen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit. Und Sie haben ja offenbar auch gegoogelt, Herr Pilz, im Vorfeld dieser dringlichen Anfrage, Sie haben ja in der Textierung Ihrer Anfragen offenbar zurückgegriffen auf einen Artikel des Standard vom 26.01.2018. Der Name Schmidt wurde schon genannt, der hat auch den Artikel damals geschrieben. Mir fällt das deshalb auf, weil die Zuordnungen von einzelnen Personen zu einzelnen Kabinetten falsch sind. Sie sind gegenwärtig nicht mehr aktuell. Sie sind in diesem Artikel, so wie Sie zitiert haben, inklusive der falschen Namen. Und deswegen hat, glaube ich, hier jemand gedacht, dass es ein lustiger Beitrag gewesen ist, weil der von Ihnen als Roland bezeichnete in Wahrheit Reinhard heißt. Aber so viel zur Seriosität Ihrer Vorbereitungsarbeit im Zusammenhang mit einer dringlichen. Ja, ich komme damit zur Beantwortung Ihrer Fragen. Zu Frage 1. Die Landespolizeidirektion Wien hat die Zuverlässigkeit des Genannten gemäß Gewerbeordnung überprüft. Zu Frage 2. Dem für die gewerberechtliche Prüfung zuständigen Referat Rechtsmittelvorentscheidungen und Staatsbürgerschaftserhebungen war es nicht bekannt. Sämtliche in diesem Zusammenhang vorgesehene Applikationsabfragen verliefen negativ. Zu den Fragen 3 bis 5 und 7. Hierzu darf ich eine Übersicht der unterschiedlichen Überprüfungen geben. Erstens Zuverlässigkeitsprüfung nach der Gewerbeordnung. Welche Tätigkeiten zum Bewachungsgewerbe gehören, regelt § 129 der Gewerbeordnung, insbesondere Bewachung von Betrieben, Gebäuden, Portierdienste, Ordner und Kontrolldienste bei Veranstaltungen. Die Sicherheitsbehörden haben gemäß § 94 Ziffer 62 Gewerbeordnung an der Zuverlässigkeitsprüfung zur Erlangung einer Gewerbeberechtigung sowie bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Arbeitnehmern bestimmter Gewerbe mitzuwirken. Die Beurteilung des Persönlichkeitsbildes eines Menschen ist bei der gewerberechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung nicht ausreichend. Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit dienen insbesondere gerichtliche Verurteilungen sowie Erkenntnisse in Bezug auf eine etwaige Spielleidenschaft, Verschwendungssucht oder bestimmte Krankheiten, zum Beispiel Alkoholabhängigkeit. Bei der Zuverlässigkeit von Arbeitnehmern stellt die Sicherheitsbehörde grundsätzlich auf die Tätigkeit des Gewerbes insgesamt und nicht auf eine spezielle Verwendung ab, da diese im Regelfall nicht bekannt gegeben wird. Zweitens Sicherheitsüberprüfungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz. Sicherheitsüberprüfungen nach dem Sicherheitspolizeigesetz dienen der Abklärung der Vertrauenswürdigkeit eines Menschen im Sinne der Geheimhaltung vertraulicher, geheimer oder streng geheimer Informationen. Dabei ist die Verhältnismäßigkeit zwischen den Interessen des Privat- und Familienlebens des Betroffenen gegenüber den zwingenden öffentlichen Interessen zu wahren. Besonders hervorzustreichen ist Folgendes. Unabhängig davon, ob es sich um eine fakultative oder eine obligatorische Sicherheitsüberprüfung handelt, kann die Sicherheitsbehörde nur dann tätig werden und eine Sicherheitsüberprüfung durchführen, wenn sie Informationen darüber hat, dass eine Person mit der Wahrnehmung von Amtsgeschäften betraut ist oder Zugang zu vertraulicher Information erhalten soll oder sich im räumlichen Umfeld von vorbeugend zu schützenden Organwaltern verfassungsmäßiger Einrichtungen oder von Vertretern ausländischer Staaten, internationaler Organisationen oder anderer Völkerrechtssubjekte aufhalten werde, und die sonstigen Voraussetzungen, Klammer auf, also Einwilligung und Sicherheitserklärung, Klammer zu, gegeben sind. Dabei obliegt es grundsätzlich demjenigen, der über den Umstand des Vorliegens der Voraussetzungen Bescheid weiß und das Interesse daran hat, dass die überprüfte Person vertrauenswürdig ist, an die Sicherheitsbehörde heranzutreten und eine Sicherheitsüberprüfung anzuregen. Drittens, Verlässlichkeitsüberprüfung im Sinne des Waffengesetzes. Die Überprüfung der waffenrechtlichen Verlässlichkeit umfasst nicht nur die Beibringung eines waffenpsychologischen Gutachtens, sondern auch die Überprüfung auf polizeiliche Vormerkungen im EKIS. Auch eine Anfrage an das LVT ist möglich. Zusammenfassend ergibt sich somit:
dass die in den Materiengesetzen geregelten Prüfungen durch die Sicherheitsbehörden einerseits unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen und andererseits auch im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für die Datenverarbeitung und Datenermittlung differenzierte Bestimmungen zur Anwendung gelangen. Zu Frage 6. In diesem Zusammenhang gab es keine Ermittlungserkenntnisse. Zu Frage 8. Aus Medienberichten vom 16.11.2018 wurde dem BMI bekannt, dass ein Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma mit Nähe zu dem nach dem NS-Verbotsgesetz verurteilten Gottfried Küssel dort tätig ist. Zu den Fragen 9 bis 18. Aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus Gründen der Amtsverschwiegenheit muss von einer Beantwortung dieser Fragen Abstand genommen werden. Zur Frage 19. Neben dem psychologischen Gutachten muss in jedem Fall der sachgemäße Umgang mit Waffen nachgewiesen werden und eine Rechtfertigung für den Besitz glaubhaft gemacht werden. Die Waffenbehörde prüft im Einzelfall die Evidenzen auf polizeiliche Vormerkungen, Klammer Strafregister, EKIS, Verwaltungsstrafdatei, Klammer. Eine darüber hinausgehende Überprüfung wird bei konkreten Hinweisen eingeleitet. Zu den Fragen 20 bis 23. Allgemein werden unter Extremismus verschiedene politische Bestrebungen, die sich offen gegen die Normen und Regeln des Verfassungsstaates wenden, definiert. Die Realität wird von Extremisten durch einen ideologischen Filter einer bestimmten Weltanschauung gesehen, die auf nicht überprüfbaren Aussagen beruht und unter Anspruch auf absolute Wahrheit behauptet wird. Gewaltanwendung zur Durchsetzung der eigenen politischen Ziele wird durch Extremisten legitimiert und dazu aufgerufen. Jede Extremismusform für sich steht somit im Widerspruch zu den verfassungskonformen demokratischen Prinzipien einer auf Pluralität basierenden Gesellschaft und wird als Gefährdung der inneren Sicherheit aufgrund aller möglichen gesetzlichen Grundlagen bekämpft. Entsprechende anfragespezifische Statistiken werden nicht geführt. Zu Frage 24. Eine genaue Auflistung und Anordnung von einzelnen Erhebungsschritten ist vor dem Hintergrund der waffengesetzlichen Regelung der Verlässlichkeit nicht notwendig. Der Gesetzgeber hat in § 8 des Waffengesetzes eine engmaschige Prüfung normiert, bei der nach der Judikatur ein strenger Maßstab anzulegen ist. Die Entscheidung erfolgt immer im Einzelfall. Zu Frage 25. Sowohl bei Anträgen auf Ausstellung von waffenrechtlichen Dokumenten als auch in jenen Fällen, in denen Hinweise auf relevante Vorgänge einlangen, hat die Waffenbehörde den Sachverhalt streng zu prüfen und den Antrag abzuweisen oder das Dokument zu entziehen. Zu Frage 26. Beide in der Frage formulierten Vorbehalte sind nicht zutreffend. Sowohl im Bereich des Asylrechts als auch im Bereich des Waffenrechts komme ich meiner Aufgabe nach, geltende Gesetze zu vollziehen. Zu Frage 27. Dem Fragerecht gemäß Artikel 52 Bundesverfassungsgesetz und § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975 unterliegen nur Handlungen und Unterlassungen. Das Fragerecht dient insbesondere auch nicht dazu, Rechtsgutachten von Bundesministerien einzuholen und ist auch nicht geeignet, eine Rechtsgrundlage für eine Ad-hoc-Zuverlässigkeitsprüfung nach der Gewerbeordnung und dem Waffengesetz zu bilden. Zu den Fragen 28 bis 34. Die Sicherheitsüberprüfung dient der Sicherung der Geheimhaltung vertraulicher Informationen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Kabinetts, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, sind sicherheitsüberprüft. Auch für neue Bedienstete nehme ich selbstverständlich meine Verpflichtung wahr, eine Sicherheitsüberprüfung zu veranlassen. Die Anregung, eine Sicherheitsüberprüfung für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kabinetten von Ministerien zu beantragen, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, erfolgt standardmäßig. Unabhängig davon, ob es sich um eine fakultative oder eine obligatorische Sicherheitsüberprüfung handelt, kann die Sicherheitsbehörde nur dann tätig werden und eine Sicherheitsüberprüfung durchführen, wenn sie Informationen darüber hat, dass eine Person mit der Wahrung von Amtsgeschäften betraut ist oder Zugang zur vertraulichen Information erhalten soll oder sich im räumlichen Umfeld von vorbeugend zu schützenden Organwaltern verfassungsmäßiger Einrichtungen oder von Vertretern ausländischer Staaten, internationaler Organisationen oder anderer Völkerrechtssubjekte aufhalten werde und die sonstigen Voraussetzungen, Klammer Einwilligung und Sicherheitserklärung, Klammer, gegeben sind. Dabei obliegt es grundsätzlich demjenigen,
der über den Umstand des Vorliegens der Voraussetzungen Bescheid weiß und das Interesse daran hat, dass die überprüfte Person vertrauenswürdig ist, an die Sicherheitsbehörde heranzutreten und eine Sicherheitsüberprüfung anzuregen. Zu den Fragen 35 bis 67. Aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus Gründen der Amtsverschwiegenheit muss von einer Beantwortung dieser Fragen Abstand genommen werden. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass die Anregung, eine Sicherheitsüberprüfung für jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kabinetten von Ministerien zu beantragen, die Zugang zu vertraulichen Informationen haben, standardmäßig erfolgt ist. Zu Frage 68. Bedienstete im Bundesministerium für Inneres sind dazu angehalten, ihre dienstrechtlichen Aufgaben unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenen zu besorgen. Die Sicherheitsbehörden nehmen ihre Aufgaben in der Vollziehung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wahr. Dies gilt natürlich auch für die gefragten Überprüfungen, deren Zweck und die dafür zur Verfügung stehenden Befugnisse der Sicherheitsbehörden ich schon in der Beantwortung der Fragen 3 bis 7 detailliert eingegangen bin. Wenn allerdings im Fall einer Sicherheitsüberprüfung entgegen bisheriger eingespielter Gepflogenheiten die zuständige Sicherheitsbehörde weder eine Information, geschweige denn einen Auftrag hat, dass gewisse Personen Zugang zu vertraulichen Informationen erhalten sollen oder sich im räumlichen Umfeld von vorbeugend zu schützenden Organwaltern verfassungsmäßiger Einrichtungen aufhalten, muss ich dafür die Verantwortung zurückweisen. Die Gesetzeslage in Bezug auf die waffenrechtliche Verlässlichkeit ist im Übrigen seit 1997 de facto unverändert im Rechtsbestand und war auch schon davor im Waffengesetz 1986 vorgesehen. Die gesetzlichen Voraussetzungen sind streng und werden im Einzelfall geprüft. Wenn sich keine konkreten Tatsachen für eine Versagung ergeben, muss dem Antrag stattgegeben werden. Liegen hingegen begründete Tatsachen vor, die Zweifel an der Verlässlichkeit wecken, wird der Antrag mit Bescheid abgewiesen. Im Hinblick auf die verwaltungsgerichtliche Überprüfung der behördlichen Entscheidung müssen diese Tatsachen konkret, begründet und nachvollziehbar sein. Die Fachbeamten der Waffenbehörden sind sich ihrer besonderen Verantwortung beim Vollzug des Waffengesetzes bewusst. Die gesetzlichen Vorgaben werden penibel eingehalten. Im Übrigen darf ich auf die Verantwortung des Hohen Hauses für die Gesetzgebung verweisen, im gegenständlichen Zusammenhang insbesondere auf die Gewerbeordnung, das Sicherheitspolizeigesetz und das Waffengesetz. Wenn der Bedarf für künftige Änderungen erkannt wird, ist in diesem Zusammenhang der Gesetzgeber gefordert. Jede Anregung für eine Novellierung dieser Materiegesetze, sei es eine Änderung oder Ausweitung von Aufgaben und Befugnissen, nehme ich für meinen Zuständigkeitsbereich gerne in weitere Diskussion auf. Im Übrigen fallen Rechtsauskünfte nicht unter das parlamentarische Interpellationsrecht. Es würden beim Sicherheitspersonal Fakten überprüft und nicht Meinungen und Gesinnungen. Eine Überprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz sei nicht gemacht worden, weil das nicht beauftragt gewesen sei, so Innenminister Herbert Kickl in seiner Anfragebeantwortung.